Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Euro Truck Simulator 2. Ich überlege gerade, wo sind denn wir überhaupt? Wir werden es gleich sehen. Genau, Hamburg waren wir. Und bevor wir wieder zurückgesetzt werden, machen wir schnell weiter. Aber es gibt hier nichts von Interesse. Ich fahre jetzt nicht zurück nach Hannover. Aber ich glaube, wir müssten eh mal schlafen, oder? Wie war das? Könnten wir denn überhaupt hier übernachten? Sieht jetzt gar nicht so aus, ne? Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal kurz, wie sie überhaupt aussieht. So, mache ich jetzt nochmal die hat an hier. Okay. Obwohl, es geht noch. Wir sind jetzt nicht übermüdet oder so, aber ich habe ja jetzt keinen. Wo soll ich denn hinfahren? Das ist doch blöd. Oh, wir fahren leer an Ort weiter. Aber das macht auch keine Freude, ne? Auf jeden Fall müssen wir hier in Hamburg noch was aufdecken, sehe ich gerade. Das machen wir mal eben. Und dann gucken wir mal weiter. Tank ist voll, das ist gut. Haarschaltung ist immer noch da. Das ist, ja. Handbremse. Hallo? Achso. Sag das doch. So, ich muss das mal vielleicht mal umstellen, weil ich habe bei LS Landwirtschaftssimulator habe ich andere Tasten belegt mit der Feststellbremse und so. Da komme ich manchmal durcheinander. So, vielen Dank nochmal für den Tipp. Was für den Tipp oder für die Anmerkung, dass LKW-Fahrer immer im zweiten Gang anfahren. Der Zugmaschine. Das fand ich jetzt mal ganz interessant zu wissen. Das heißt, wenn ich jetzt so, dann fahre ich eigentlich einen dritten an. Das gibt es natürlich auch nicht. Würde vielleicht sogar auch klappen. So, hier ist ja irgendwo jetzt ein. Ah, die links reingemusst. Mist. Müssen wir hier nochmal einen U-Turn machen. Ist aber auch daran, weil hier das Ding falsch eingestellt ist. So ist besser. Okay. Ja, Ziel ist, irgendwie Richtung Schweden zu kommen, um unsere Zweigstelle zu eröffnen. Komm, wird es mich raus. Was denn? Arsch, sorry. Aber er hat doch genug Zeit gehabt, um zu bremsen, oder? Bestimmt wieder so ein ohne Freisprechanlage telefoniere. Sack. Aber wir haben keinen Schaden genommen oder nicht viel. So, wir fahren jetzt hier rechts rein und dann legen wir uns nochmal aufs Ohr. Das Stoppcenter. Dann fahren wir gleich weiter zum Hotel. Ist der jetzt ganz doof fahren, oder was? Rückwärtsgang geht nicht rein. Also das Getriebe sollte ich mal bei meinem LKW beanstanden. Wahrscheinlich kriege ich da nur zur Antwort, wenn sie zu doof sind. Fahren sie Automatik. Dann sag ich, wo sie recht haben. Aber.
seid verwirrt. Ich auch. So, da muss irgendwo die Hotel-Einfahrt sein. Und da legen wir uns mal hin, ganz alleine. Da hinten ist jetzt immer noch das Fragezeichen. Das wäre jetzt doof. Komisch. Gute Nacht. So, Einkommen, Madison. Sehr schön. Und wir gucken mal, ob wir jetzt ein... Was war das? Einen vernünftigen Auftrag haben. So. Hamburg. Bremen. Ja, Kiel ist auch nicht so, ne? Hier wollen wir jetzt 3-2 kriegen. Jetzt auch noch Kiel. Schweinefleisch nur aus Osnabrück. Gut, läuft ab in 5 Minuten, dann müssen wir uns sputen. Den Scheibenwischer angemacht. So. Licht. Ich bin ja da. Passt. So. Ich mache das Navi mal kurz raus, dann haben wir ein bisschen mehr Sicht. Das ist sehr nett von dir. Wir müssen auch gleich wieder links, also bleiben wir doch hier auf der Spur. So. Ich weiß noch nicht warum, aber danke fürs Vorlassen. Der sieht wohl, dass wir es eilig haben. Ja, LKW aufrüsten, lackieren, da steht alles jetzt aktuell hinten an, neues Personal einstellen, steht auch hinten an, denn wir wollen ja erstmal die Zweigstelle eröffnen und dann gucken wir mal, was an Kohle noch über ist. Was wir dann damit machen, ob wir erstmal ausbauen oder dann, naja gut, vielleicht doch mal den, das ein oder andere am LKW nochmal anbauen. Aber wie gesagt, erstmal die Zweigstelle. 7000, Trelleborg. Hey, perfekt. Kommt denn der jetzt her? Das war gerade noch nicht da. Jo, dann nehmen wir noch den. Nehmen wir dann die Fähre. Jetzt fragt mich aber, warum jetzt Kiel weg ist. Egal, oder? Machen wir das. Da ist er. Wahrscheinlich war der Kieler schon abgelaufen. Und wir waren zu langsam. Rückwärtsgang. Ist er drin? Ja. So, mal komisch ist, manchmal steht R1 und manchmal steht R2. Ja, ich gebe es zu, ich drücke. Ich habe die letzte Taste belegt für den... Ach, ist egal, es geht aus. Verdammt, ist das wieder peinlich. Was haben wir denn? Ein schönes Bild. Mhm. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah. So vielleicht. So ganz nett. Tschuck. Oder
Dann doch lieber so. Okay, ich höre schon auf. Wir fahren los. Keine Zeit. Uns den Auftrag mal angucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir... Erbsen. 9 Tonnen. Trelleborg wollen wir. Und haben 14 Stunden Zeit. Die nächste Pause wären 10 Stunden. Oh. Na ja, gut, mit der Fähre. Zählt das nicht auch als Pause? Ja. Kraftstoff reicht auf jeden Fall. Gut, damit wir uns hier nicht gleich vergurken, mache ich mal das Ding hier nochmal an. Durchsichtig. Kommt nix. Doch, die Sonne hat mich geblendet. Okay. Und wir müssen auf die rechte Spur auf jeden Fall. Man ist jetzt doppelt, ne? Soll ich es ausmachen? Es ist jetzt 4.55 Uhr. Am Samstag kommen wir an, okay. Ich lasse mal raus. Und wir müssen hier rüber. Schon Wahnsinn, dass wirklich so ein kompletter PKW vor dir verschwindet, ne? Solche Spielereien darf man nicht zu lange, das geht nicht lang gut. Also was ich toll finden würde, wenn es so eine Wiederholfunktion geben würde, wie bei einigen Autorennen-Spielen, ne? Dass man dann so ein, keine Ahnung, wenigstens die letzten 10 Minuten oder so drin hätte, jetzt nicht, also ohne Aufnahmeprogramm, ne? Dass es einfach hier im Spiel eingebaut ist und dass man sich dann nochmal so die verschiedenen Kameraperspektiven schalten könnte, fand ich jetzt nicht schlecht. Andererseits. Doch, wäre gut. Jetzt mal hier fahren 50. Ich lasse hier noch blitzen. Ja! Haben wir eigentlich die Erbsen so in Säcken oder werden das Dosen sein? Ich weiß es nicht. Übrigens, ich bin gespannt. Ich habe ja bei LS hatte ich schon gesagt, ich habe jetzt hier so einen so einen Timer gestellt, wo am Ende so eine Wave-Datei kommt. Mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ich habe jetzt nur so einen blöden, was heißt einen blöden, einfach nur einen Spruch drauf gemacht und schauen wir mal. Für die Zukunft was ist und ich mal mir nochmal was anderes ausdenke, was da vielleicht dann ganz pfiffig wäre. Ich muss mal runterschalten. Scheiße. Scheiße, scheiße. Mist. Die Tür. Nein! Komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ich muss mal die anderen vorbeilassen. Warte mal. Ja, ich hab ne Panne. Verdammte Scheiße. Ja. Ey. Da müsstest du da aussteigen und aufs Maul hauen, oder? Mann, manche Leute. Ich hoffe jetzt nur, dass wir das Ding hier leer kriegen und wir illegalerweise hier mal rückwärts fahren.
Mann, jetzt fahrt. Das ist geil, klemmt die Glatt. Das geht nicht gut. Da kommen wir nie raus, oder? Was meint ihr? Ich könnte so weiterfahren. Wer weiß, wo wir hier wieder runterkommen. Verdammt. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass die 16 Minuten jetzt um sind und kommen zum Ende. Ja, vielen Dank. Ja, ich meine, so die Idee mit diesem Wave ist nicht schlecht, aber es wäre bestimmt besser, wenn das jemand anders sprechen würde, oder? Meint ihr, der Kollege, ist das übel, wenn ich jetzt hier... Soll ich einen Umweg in Kauf nehmen? Ich kann ja erstmal hier drauf fahren. Ja, ich weiß, es ist scheiße. Und wenn ich sowas sehen würde, ich würde auch gucken und er kommt hier eh nicht hoch. Mann! Ja, vielen Dank, Kollege. Man dreht sich richtig durch hier. Ist der nicht nett? Weißt du, um die Uhrzeit hätte ich auch gedacht, dass hier ein bisschen weniger Verkehr ist. Aber jetzt haben wir hier Stau und so und... Ich weiß auch nicht. Also wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, YouTube, dass wir dann geradeaus weiterfahren. Ja. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Ich habe eine Panne. Ja, was würdet ihr tun? Was meint ihr? Soll ich mich hier zurückmogeln oder fahren wir weiter? Euer Kommentar ist gefragt. Vielen Dank für euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Diese Woche kommt auf jeden Fall nochmal Euro Truck Simulator. Ich hab Bock drauf und ich glaube, wir fahren aber dann weiter und hier kommst du nicht raus. Aber zu gefährlich und wir wollen ja ein bisschen Realistik spielen, ne? Weil, wer würde das schon tun, hier rückwärts fahren, oder? Macht's gut! Danke fürs Feedback!